Mein Name ist Detlef Knoll und ich bin Filialdirektor für die Zürich-Versicherung hier in Schönau am Königssee. Schon vor über 15 Jahren gab es den Startschuss zur Elektromobilität und wir haben uns rund um das Thema spezialisiert. Ja, also hier handelt es sich um Wado Flyer One. Das ist ein, sagen wir mal, leichtes und leistungsstarkes Tragflächen-Surfbrett, in dem der, sagen wir mal, der Fahrer eigentlich nicht schwimmend auf dem Surfbrett drauf ist, sondern tatsächlich eigentlich übers Wasser fliegt. So kann man sich das vorstellen. Zur Risikoprüfung brauchen wir natürlich erstmal die Herstellerdaten. Vor allem müssen wir als Versicherer klären, worin besteht die Gefahr in so einem Gerät und ist eine ausgereifte Technik und sind zum Beispiel auch Unfälle vorprogrammiert. Es wird in diesem Fall beim Wado ist es klar, dass es hier in der Freizeit genutzt wird. Wichtig hier vor allen Dingen ist natürlich auch oder interessant für uns der elektrische Teil, der natürlich abgesichert werden soll, gerade im Bereich der Akkuschäden. Und was für uns auch sehr hohen Stellenwert hat, ist einfach grundsätzlich, wie sind die Schäden im Bereich Umwelt und Entsorgung, weil wir eigentlich ja ein Versicherer für Nachhaltigkeit sind. Ja, im Rahmen der Elektromobilität gibt es natürlich immer wieder völlig neue Geräte. Angefangen von Segway, E-Roller, Moped, E-Scootern, Ladestationen, One-Wheels, E3-Räder, L7-E-Autos, normale E-Kfz, E-Lastwagen, E-Bikes, Wasserfahrzeuge, Lastenräder und natürlich auch, es gibt auch neue Sportarten, wie zum Beispiel Segway Polo. Und da, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Elektrofahrzeuge, die neu sind und die man natürlich auch entsprechend versichern muss. Einer unserer Geschäftskunden in Berchtesgaden wollte sich im Outdoor- und Eventbereich verändern. Hier lernte ich damals den Distributor von Segway kennen und wie gesagt, er hatte dieses tolle Fahrzeug dabei, was keiner kannte. Man durfte weder auf der Straße mit diesem Gerät fahren, noch gab es Versicherungslösungen. Und ich war so begeistert von diesem Gerät, dass ich gesagt habe, Mensch, da müssen wir was tun. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir da eine Versicherung für hinbekommen. Ja, und dann habe ich mir wirklich mir ein Gerät mal ausgeliehen, bin nach Köln gefahren in die Direktion, habe das dort den Führungskräften vorgestellt und wie man so schön denkt beim Segway, das Eis war schnell gebrochen. Man hat gesehen, dass es Spaß und Sicherheit kombinierbar ist. Dann habe ich tatsächlich mit den Underwritern in Beide Zürich hier ein völlig neues Versicherungskonzept entwickelt. Wie gesagt, das funktioniert allerdings aber auch nur natürlich, wenn unsere Vorstände bei der Zürich dort mitmachen und hier geht man neue Wege, auch um neue Mobilitätslösungen zu unterstützen. Ein großer Fan, gerade wenn wir im Segway Polo-Bereich sind, ist Steve Wozniak, der Mitbegründer von Apple. Den habe ich also über das Segway Polo kennengelernt, über einen Segway Polo Club in Köln. Steve unterstützt uns bei Events und Weltmeisterschaften, auch für die ISPA. Und in den Interviews macht er auch immer sehr, sehr deutlich, dass gerade die E-Mobilität Spaß macht, neue Entwicklungen gibt. Für mich war eben ganz wichtig, Mitglied hier zu werden im BEM, aus dem einfachen Grunde, weil die Kontakte, die in dem BEM vorhanden sind, also gerade zu Firmen, sehr wichtig sind, auch für uns als Versicherer, um zu verstehen, wie funktioniert Elektromobilität, was sind die Risiken, einfach diese Sachen müssen wir verstehen. Und wie gesagt, der BEM ist für uns also immer schon, sagen wir mal, der Treiber und das Rückgrat der E-Mobilität in Deutschland oder nicht nur in Deutschland, eben auch in Europa gewesen. Und da gerade dieser Austausch zwischen diesen ganzen Firmen hat uns auch in den letzten Jahren ziemlich viel positive Erfahrungen gebracht. Ich sage immer, es gibt nichts Schöneres, wie um 18 Uhr in München am Stachus zu stehen. Kein Verbrenner ist mehr dort und ich höre den Brunnen dort anstatt den Verkehr.